Cassie Cages beeindruckender Sieg über Shinnok veranlasste Raiden, ihr einen neuen, wichtigen Auftrag zu geben. Einen Seelenräuber zur Strecke zu bringen. Für Cassie war klar, dass es sich hierbei nur um einen wiedererweckten Shang Tsung handeln konnte. Nachdem sie ihn vom Ort seines letzten bekannten Angriffs aus verfolgt hatte, stellte Cassie den ergrauten alten Mann. Er kämpfte mit aller Kraft, doch wurde am Ende besiegt. Als er sterbend vor ihr lag, fragte Cassie ihn nach seinem Namen. In einer Mischung aus Trauer und Erleichterung flüsterte er leise: Chujinko.